mit der Hollywood-Endstufe rum. Welche Qualität? So was die Hollywood-Endstufe an Dampf raushaut. Beste Anlage. Servus PA-Freunde und Semitontechniker. Heute gibt es mal wirklich Outdoor-Action. Und zwar waren der Domi und ich im Wald und die haben so weit getrieben, dass sogar am Ende beim Abbau die Polizei gekommen ist. Auf jeden Fall habe ich meine vier Hörner, die LBHs mit RCF 11-18N-405 mit jeweils 1,5 kW, habe ich draußen ausprobiert und genauso wie er seine Hörner. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das sind. Auf jeden Fall sind es irgendwelche Tiefbasshörner. Das sind jetzt mittlerweile RCF 11-18X-451 mit jeweils 1,8 kW AES drin. Ja, das hat schon ordentlich knudelt, muss man sagen. Also das war schon echt heftig, was wir da auf die Beine zaubert haben. Am Ende haben die Bullen, beziehungsweise die Kollegen in Blau-Weiß, anders bei uns, die Schnittlauchburm, haben dann zu uns gesagt, ja, es ist halt immer schwierig, solche Anlagen draußen auszufahren. Ja klar, ist natürlich logisch. Also es war ja natürlich komplett leise. Ja, das nächste ist, zumal wie ich mit meinem Aggregat früher noch voll unzufrieden war und dass es doch nicht so geil ist. Und ja, und jetzt bin ich mittlerweile wieder so happy über mein Aggregat, weil es einfach 45 Ampere Spitze ab kann. Das ist einfach heftig. Ja, und dann wollte ich noch sagen, seid gespannt auf Neuerungen. Also da kommt demnächst einiges. Ich bin mit den Videos, ich glaube, 4 oder 5 Wochen im Verzug, bis ich mal was schneide. Es dauert halt einfach, bis ich mich zu irgendwas aufraffen kann. Aber seid da mal gespannt. Es kommt auf jeden Fall einiges und ordentliches Material. Vor allem nächstes Jahr geht's richtig rund. Da machst du gleich das Lüftungsgitter. Schöne umgebaute Aunatops. Was hast du da oben gleich wieder drin? 12er waren das, gell? Von Thomann. Ja. Und der DSP-Hochtontreiber. Und was ist noch drin? Irgendeine Frequenz? Ich weiß es genau, gell? Genau. Weil die haben ja standardmäßig nur einen Widerstand einfach dazu angeschlossen. Zwischendrin zum Hochtontreiber. Ja, ja. Manchmal glaube ich, dass wir vergessen haben, wie gut das jeder bei uns da hat. Sag mal bloß One Notes.
Messgerät vom Handy da. Bei 30 Hertz fangen die Hörner von ihm an. Die spielen bis 60. Bis 60 Hertz spielen sie. Die Mitten sind dann quasi die LBHs, die spielen von 60 bis 100 und von 100 spielen dann quasi die Tops bis unendlich. Nee, ich meine bis unendlich. Und die Kombi, die hört sich eigentlich echt gut an. Also alles Butterwerf 24 und dann passt es schon.
ist ein Feldweg und da fahren so viele Leute vorbei, das ist der Wahnsinn. Ja, aber guck, das ist ja am Auto. Ja. Kannst ja Outtakes reinschneiden, weißt du? Junge, was mache ich? Jetzt habe ich deine Fresse. Naja, egal. Mal schauen, wie gut er sich mit dem DSP auskennt, der Tommy. Ey, so viel! Warte. Der sagt er ja, wenn es genügend ist. Jetzt stell ich dich mal von hinten, ich mach's schon. Muss man das halten? So? In der Mitte. So. So. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh.